Dem Wirtschaftswissenschaftler Avishai Sar-Shalom winken höchste Ehren. Er gilt als heißer Anwärter für den Nobelpreis. Blöd nur, dass er wenige Tage bevor das Nobelkomitee seinen Entscheid fällt, zu Hause an einem Herzinfarkt stirbt. Seine Freunde finden ihn tot auf seinem Bett. Aber wahre Freunde sind treu über den Tod hinaus. Sie beschließen, Avishai offiziell am Leben zu halten, bis der Nobelpreis kommuniziert ist. Die israelische Autorin Noa Jedlin hat aus dieser verzwickten Ausgangslage eine witzige Slapstick-Komödie gebaut, die prompt auch schon verfilmt worden ist. Dabei ist allerdings ihr rabenschwarzer Humor verloren gegangen, der den Text auszeichnet. Das Buch ist deshalb nicht einfach lustig, das auch, doch das Lachen bleibt einem beim Lesen öfter mal im Hals stecken. Noa Jedlin beschreibt sprachlich sehr präzis und gnadenlos, was das Älterwerden mit den Freunden anstellt. Bei Lichte besehen sind deren Motive, den Tod des klugen Freundes noch etwas zu verheimlichen, nämlich alles andere als altruistisch. In meinem 182. Buchtipp sage ich Ihnen diese Woche, warum es sich lohnt, diesen schwarzen Roman zu lesen. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche «Unter Freunden stirbt man nicht» von Noa Jedlin. Der Nobelpreis darf nur lebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verliehen werden. Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi zum Beispiel hätte 1948 eigentlich den Friedensnobelpreis erhalten sollen. Allerdings ist er kurz vor der Vergabe des Preises ermordet worden. Posthume Auszeichnungen aber gibt es nicht. Also ging Gandhi leer aus. Präzise gesagt, zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Gewinner müssen die Kandidaten am Leben sein. Wenn sie zwischen der Bekanntgabe im Oktober und der eigentlichen Verleihung im Dezember sterben, ist das kein Problem, wenigstens keins aus Sicht des Nobelpreises. Als seine vier Freunde Amos, Yehuda, Nili und Zuhara den renommierten Professor für Volkswirtschaft kurz vor Bekanntgabe der Nobelpreisgewinner tot auf seinem Bett finden, sind sie sich deshalb schnell einig. Sie wollen Avishai noch eine Weile am Leben halten. Wenigstens offiziell, über WhatsApp und SMS zum Beispiel. Er sei abgetaucht, um zu schreiben, sagen sie der Schwester und der Freundin, die plötzlich an der Tür klingelt. Er wolle nicht gestört werden, sagen sie den Medien. Und der Universität, wo er eine Vorlesung halten sollte, husten sie etwas von Krank und Grippe ins Telefon. Natürlich geht es den vier Freunden nur um Avishai. Er hätte das gewollt, schließlich ist es sein Nobelpreis. Nili zuckte die Achseln. Wir tun doch nichts Böses, alles geschieht in bester Absicht. Avishai wäre es egal gewesen, wenn seine sterblichen Überreste noch etwas länger aufbewahrt werden. Der Nobel dagegen wäre ihm keineswegs egal gewesen, das wissen wir doch alle. Dieser Preis war der Traum seines Lebens, fuhr Nili fort. Es würde ihn beglücken, wenn er wüsste, dass wir so etwas für ihn tun. Ich bin dafür, dass wir es wagen. Es hätte sogar etwas von einer Feier an sich. Wir würden Avishais Leben ein großartiges Finale bereiten. Ein bisschen wie im Film Alex, eine Geschichte über Freundschaft, in dem alle Freunde sich einfinden, um Alex Tod auf ganz besondere Art und Weise zu begehen. Das allerdings löst unter den Freunden den ersten Streit aus. Nicht die Frage, ob sie Avishai noch etwas am Leben erhalten sollten, sondern der Vergleich mit dem Film. Zuhara findet, es sei eher wie in «Lang lebe Ned Devine». Darin gewinnt ein alter Mann in einem kleinen Ort in Irland, im Lotto stirbt aber, bevor er den Gewinn einkassieren konnte. Die anderen Dorfbewohner verheimlichen, dass er gestorben ist, damit der Gewinn nicht verloren geht. Yehuda wurde auf einmal überraschend zornig. Seine Idee war total originell, geradezu brillant. Warum wollte Zuhara sie jetzt kleinreden und anderen zusprechen? «Was soll das heißen? Sie verheimlichen, dass Ned gestorben ist», fragt er zurück. «Sie geben sich doch als Ned aus, um an seiner Stelle den Gewinn zu kassieren.» «Genau», sagte Zuhara. Und Nili fragte, «könnte mir jemand erklären, worum es geht?» Yehuda antwortete ihr, «es geht um ein Täuschungsmanöver, an dem sich ein ganzes Dorf beteiligt, um reich zu werden. Der Unterschied zu uns ist,
dass sie ihn nicht am Leben erhalten wollen. Sie benutzen seinen Namen und seine Sozialversicherungsnummer, damit ihnen der Gewinn ausgezahlt wird. Natürlich ist es etwas völlig anderes, wenn Amos, Nili, Yehuda und Zohara ihrem Freund Avishai posthum zum Nobelpreis verhelfen, oder? Doch die weitere Lektüre zeigt, dass die irischen Dorfbewohner sich gar nicht so sehr von unseren Freunden unterscheiden. Wie den Lottogewinnern in Irland geht es den vier Freunden keineswegs um das posthume Wohlergehen des gestorbenen Freundes, es geht ihnen allen schlicht um sich selbst. Das wird schnell klar, weil Noah Jedlin die Geschichte erzählt, indem sie den vier Freunden abwechslungsweise über die Schultern schaut und mit bitterbös präziser Sprache ihre Motive und Gefühle seziert. Alle sind sie schon über 60 Jahre alt, alle hecheln immer noch ihren Lebensträumen nach und merken nicht, dass nicht die böse Welt das große Hindernis ist auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Träume, sondern dass sie sich alle selbst im Weg stehen. Yehuda zum Beispiel, der die Idee mit dem Vertuschen des Todes erst aufgebracht hat. Er ist reich und 60 und möchte sich endlich seinen Lebenstraum erfüllen, ein Buch publizieren. Avishai hat ihm dafür sogar ein Vorwort geschrieben. Yehuda hofft, dass das Vorwort zur Empfehlung eines Nobelpreisträgers wird. Wie handfest materiell seine Motivation ist, macht Autorin Jedlin früh deutlich. Er fand das Ladegerät im Badezimmer auf der Waschmaschine und schloss Avishais iPhone an. So konnte er eingehende Anrufe entgegennehmen, ohne dass die anderen ihm im Nacken saßen. Schade, dass man Avishai nicht aufladen kann, dachte er. 5%, 7% genug für ein Gespräch, für ein letztes Abendessen. Nein, Avishai kann man nicht mehr aufladen, so nützlich das auch wäre. Auch die lebenskluge Kinderärztin Nili vermisst Avishai aus ganz persönlichen Motiven. Er hat sie immer getröstet. Nili ist dick, sie selbst empfindet sich geradezu als grotesk. Mit Avishai fühlte sie sich verbunden, im Bewusstsein, dass sie beide etwas Besonderes waren. Sie selbst lebte in der Annahme, Bekannte und Freunde in ihrer Umgebung würden ihre Partnerlosigkeit auf ihr Übergewicht zurückführen. Natürlich sprach niemand darüber, sie waren ja nicht völlig verrückt, aber das regte Nili nur noch mehr auf, denn so bekam sie keine Gelegenheit, die irrige Meinung zurückzuweisen und richtigzustellen. Und je mehr sie selbst ihren Leibesumfang verdächtigte, desto größer war ihr Ärger über die Leute, die ihr nicht glaubten, dass selbstbewusste Männer sie trotzdem begehrten und immer begehrt hatten. Amos ist ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler wie Avishai. Erst nach dessen Tod kann er aus dem Schatten des großen Kollegen heraustreten, er springt an einer Vorlesung für ihn ein. Der Ökonom des Glücks stößt dabei auf den Kern vor, den das Buch ausmacht. Er sprach über sein Forschungsvorhaben, über den Unsicherheitsindex und er nannte den Tod als typisches Beispiel für die Art, in der die Unsicherheit das Glücksbarometer beeinflusst. Obwohl nichts gewisser ist als der Tod, gelingt es uns, irgendwie zu leben. Aber lassen Sie uns von dem sprechen, was danach kommt. Was ist gewiss und was ist ungewiss, sagte er, nicht für die Toten, sondern für die Hinterbliebenen. Da stellen die Dinge sich auf den Kopf. Man würde erwarten, die absolute Gewissheit des Todes hätte etwas Tröstliches an sich, das aber ist nicht der Fall. Genau das ist der Punkt. Der Tod von Avishai löst eine große Verunsicherung bei seinen Freunden aus. Alle sehen sie sich plötzlich mit ihren unerfüllten Träumen konfrontiert, die alle irgendwie um den toten Avishai kreisen. Alle merken sie, dass sich die Verwirklichung von Träumen nicht in alle Ewigkeit aufschieben lässt, schon gar nicht mit 60. Noah Jedlin schildert das in wunderbar präziser Sprache, die zu lesen eine wahre Freude ist. Ein kleines Beispiel. Die Wahrheit lag ja bereits wie Gift in Geschenkverpackung zwischen dem Salzstreuer und dem Süßstoff auf dem Bistrotisch. Ja, und so ist es auch mit dem Buch. Es ist Lebenswahrheit in Unterhaltungsverpackung. Das macht viel Freude beim Lesen und gibt danach einiges zu denken. Unter Freunden stirbt man nicht von Noah Jedlin ist, übersetzt von Helene Seidler, im Kein und Aber Verlag erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut.